Wolkenherrscher-Tempel. Endlich sind wir mit dieser blöden Oblivion-Quest durch. Also Oblivion, mit den Oblivion-Toren. Oh, bin so froh. Ey, es hat mir letztes Mal schon ein bisschen Nerv gekostet. Natürlich ein bisschen Speedrun-mäßig. Oh Gott, wir haben es ja jetzt. Ich habe einen weiteren Gegenstand enträtselt, der für das Ritual zum Öffnen des Portals zu Kamorans Paradies benötigt wird. Ja, der zweite Gegenstand ist das Gegenstück zum ersten. Das Blut eines Göttlichen. Dieses Rätsel erschien mir zunächst völlig unlösbar zu sein. Im Gegensatz zu den Daedra-Fürsten besitzen die Götter keine Artefakte und manifestieren sich nicht körperlich in unserer Welt. Wie sollte man denn dann das Blut eines Gottes erlangen? Doch Joffrey hat das Rätsel gelöst. Es handelt sich um das Blut von Tiber Septim selbst, der zu einem der Göttlichen geworden ist. Dies ist ein Geheimnis, das nur von den Klingen gehütet und von einem Großmeister an den nächsten weitergegeben wird. Joffrey sollte es euch selbst sagen. Okay. Gut. Redet unbedingt mit Joffrey über die Rüstung von Tiber. Martin hat euch also aufgetragen, die Rüstung von Tiber Septim zurückzuholen? Mhm. Ich wollte, es gäbe eine andere Möglichkeit. Die Rüstung ist im Schrein des Tiber Septim, in den Katakomben unter den Ruinen von Sancretor, ein heiliger Ort, damals einmal. Aber Sancretor hat sich schon vor langer Zeit dem Bösen zugewandt. Seit vielen Generationen ist niemand mehr lebend vom Schrein des Tiber Septim zurückgekehrt. Welches Unheil wartet in Sancretor? Ich weiß es nicht. Die Katakomben von Sancretor wurden vom ersten Großmeister der Klingen versiegelt. Oder Sancretor. Die vier mächtigsten Klingen zu Tiber Septims Zeiten. Alain, Valdemar, Riellos und Kasnar machten sich auf den Weg nach Sancretor und kehrten nicht zurück. Hier, dies ist der Schlüssel zur äußeren Tür von Sancretor. Ich befürchte, ich sende euch in den Tod. Aber wir haben keine andere Wahl. Ihr müsst es schaffen. Warum kommst du nicht mit? Ich habe so viele Soldaten abgestellt. Warum kann... Ich finde das immer gut, alles so, ja, ich glaube, ja, wir schicken dich in den Tod, aber oh Gott, geh aber alleine, ist mir scheißegal. Na gut, Rüstung von Tiber Septim. Eine uralte Reliquie des ersten Kaisers, der göttliche Talos wurde, der Schutzpatron unseres Ordens. Nach der Schlacht von Sancretor übergab Tiber Septim seine Rüstung an die Klingen, als Zeichen der Anerkennung für unseren Anteil an seinem Sieg. Die Klingen errichteten einen Schrein in den Katakomben von Sancretor, an der Stelle, an der Tiber Septim den Segen von Akatosh empfing. Seitdem ist die Rüstung dort. Bevor das Böse Besitz von Sancretor ergriff, war dieser Schrein ein Wallfahrtsort für alle Klingen. Aber seit vielen Jahrhunderten ist niemand mehr lebend vom Schrein zurückgekehrt. Danke. Was braucht ihr, Freund? Ein treues Herz. Also ich brauche eine Begleitung. Was für die Seele. Hallo, mein Freund. So viele Menschen nennen mich mein Freund. Aber weißt du, wenn es ernst wird, ne? Fick dich, geh alleine. Danke! So eine Freundschaft kann ich verzichten. Danke, wollte ich mir mal gesagt haben. Hier ist Sancretor, genau. Ja, ich merke meinen Namen einfach nicht so schnell. Wenn ich einmal höre, muss ich mehrmals hören, dann merke ich mir das auch. Gehen wir so. Wolkenspitze ist schon. Das ist Götter, ne? Alles tue ich Götter. Oder? Ich hab keine Ahnung. Okay, dann kann ich Gegner. Ja, weißt du, das ist ja toll, ne? Hallo, mein Freund. Wie geht's dir, mein Freund? Aber weißt du, wenn ihr es drauf ankommt, wenn ich Freunde brauche. Hier alleine. Das ist die harte Realität, Leute. Ein Doppelfinger an diese Menschen. So. Eben waren noch keine Gegner. Ich will Freunde und keine Feinde. Das Gegenteil von. Ich hasse dieses Spiel. Wo denn? Wo denn? Warum? Was willst du denn von mir? Alter. Habe ich ein Schild mit, ich möchte gerne Angriff auf die Fresse? Oder? Scheiße.
Komm nicht hoch, ne? Doch. Hey, da haben wir Wildbutter zerballert. Arschloch. Wow. Weißt du, wenigstens sind auf meine Feinde verlassen, die wollen mich alle umbringen. Oh mein Gott. Hätte ich nur ein Pferd, das wäre jetzt nicht verkehrt. War jetzt ein bisschen mein Ton, aber jetzt auch keine Lust. Ist auch egal. Ja, ja, bitte, ich will noch ein Oblivion-Tor machen. Haben wir nicht genug von denen gemacht. Ich glaube noch ein Oblivion-Tor, ne? Ey, lasst mich doch, mit eurem Blöd. Ich will doch gar nichts mehr von euch. Das ist durch für mich. Das hier ist durch. Ehrlich. Oh, wow. Was? Ich muss... Da war der World Oblivion Tor, als abfickte Spiel. Ach, leck mich doch am Arsch. Ah, leck mich doch. Okay, bitte halt mal kreuzweise. Ja, nee, ist klar, ne? Da muss ich lang. Oh, das Blöde. Nein, ich mache das jetzt aber nicht. Nein, ich mache das nicht. Ich glaube, jetzt besiege ich ihn jetzt noch, aber das reicht mir. Ich habe doch keine Lust, noch mal die Oblivion Tor zu machen. Ich hab genau eins gemacht. Ein Teil schon. Genau die ganze Quest damit gemacht. Erreicht für den Abend. Sehr schön, das ist wieder ein schönes Wetter. Wow, Berglöwe. Hey. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Den Held hält. Keine. Ah, du wurdest beschworen. Scheiß, bleib tot. Oh, wow. Ja, ich denke aber, kommt von Sankert Tor gefunden. Soll ich einen Schrein besuchen? Ja. Hallo, hier ist doch kein Gegner. Ach, Leute, ja, bitte, weil du um die Ecke an ist. Ey. Was ist denn da? Oh, ja. Digga, danke. So einer. Was ist denn? Warum? Weil mein Schwert kaputt ist, oder? Was ist denn das jetzt? Ach so, weil der mich übel beflammt hat. Arsch, scheiße. Oh, ein sehr gut. Dafür hat immer lang gehalten. Oh mein Gott, hat mir das Ding ja übelst kaputt gemacht. Okay, den besiegen wir. Hm.
willst dich verarschen, oder? Wow. Aber hier, hä? Komm schon. Ey, will ich jetzt, muss ich jetzt aber nicht verstehen, oder? Muss ich jetzt nicht verstehen. Nein, ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, ich muss es nicht verstehen. Danke. Ist grün oder? Warte, wo ist mein Zimmer genau? Gar keine Zielmarkierung. Auch nicht schlecht. War doch viel näher an dem Gegner dran als eben. Und, komm. Das regen wir uns auf. Ist egal. Na, jetzt Ding verstehe ich aber. Sehen wir ja, wo was ist. War ganz gut, aber sind die Kämpfe dabei ganz schön geworden, ne? Ganz schön fies. Natürlich Quatsch drücken. Okay, hier ist nichts mehr, da ist noch das heißt sogar. Dafür komme ich hier weiter. Hallöchen! Hello there! Was, untote Klinge? Warte, was? Ah, untote Klinge, wie geht's denn? Kann ich denn was bringen? Ein Tod vielleicht. Ist meine Ehre, gegen untote Klinge kämpfen zu dürfen. Den du dabei, antiker Klingenhelm. Ah ja. Woher war denn der antiker Klingenhelm? Endlich, ihr habt mich befreit. Jetzt kann ich endlich den letzten Wunsch meines Herrn erfüllen. Wer seid ihr? Was ist euch widerfahren? Kaiser Tiber Septim hatte mir und meinen drei Kameraden aufgetragen, herauszufinden, welcher böse Geist die heiligen Katakomben von Sankretor geschändet hat. Wir ahnten nicht, dass der Unterkönig Zurin Arctus sich erhoben hatte, um sich an seinem früheren Herrn zu rächen. Der Unterkönig besiegte uns. Und mit einem bösen Zauber band er uns an den geschändeten Schrein von Tiber Septim, um diesen für alle Zeit zu bewahren. Wer seid ihr? Ich war Rielus, treue Klinge unter dem Kaiser Tiber Septim. Ich weiß nicht, wie lange ich schon tot bin. Es scheint mir eine Ewigkeit. Ist der Unterkönig noch da? Nein, er selbst ist schon lange tot. Doch sein böser Geist lebt fort und verhindert, dass Pilger zum Schrein des Tiber Septim gelangen können. Während der endlosen Jahre unserer Sklaverei haben wir viel über unsere Niederlage nachgedacht. Ich denke, wir können den bösen Zauber des Unterkönigs brechen. Ich gehe nun, um weiter Fürst Tiber Septim zu dienen. Befreit nun meine Brüder und gemeinsam können wir vielleicht den Fluch des Unterkönigs brechen. Lebt wohl!
Okay. Also muss ich jetzt alle anderen befreien. Na gut. Dann denke ich wieder, man braucht euch in deinen komischen antiken Helm. Was stört ihr mich? Ich muss den Schrein befreien, damit ich endlich schlafen kann. Es ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal geschlafen habe. Was stört ihr? Gut, okay. Okay, ich sollte die Geister, die anderen verfluchten Klingen von Sankea befreien. Dadurch können sie dabei helfen, den Fluch des Unterkirchens und Schrein von Tiber-Team zu lösen, okay. Das sind nur zwei oder was? Ja. Ah, du gehst hier auch her, okay. Sehr schön. Nein, du musst nicht mithelfen. Alles gut. Kein Stress. Wie das du noch als untoter Netz Herzinfarkt kriegst. Wo denn? Das ist wieder mit. Ja, die Wildste war mit. Ja, weißt du, ich muss jetzt speichern. Oh Gott. Ja, ist ja gut. Erstmal den einen. Und dann gucken wir weiter. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Müsste der ja gleich hier dann. Ich muss kämpfen muss. Oh ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, ist ja okay. Ja, wie viele? What the hell? Oh Gott. Alter, wir würden Geister, ne? Wir sind nur Geister. Oh, sind wir bei Ghostbusters? Ghostbusters im Mittelalter ist die allererste Ghostbusters-Geschichte, so. Hi, Kumpel. Wo geht's halt, du alte Klinge? Mit. Nee, nur mit. Auch mit Schild, ne? Oh nein, das ist ein Lightning-Fight. Nein.
ist ja gut. Aua. Ist hier in Ordnung. Und zack. Danke. So. Ich habe jetzt zwei der verfluchten Klinge eliminiert. Die Sanktor bewachen. Dadurch kann dein Geist seinen Gefährten helfen, den Fluch des Unterkönigs vom Schrein von Tiber der Team aufzuheben. Ich sollte meine Suche nach den beiden verbleibenden und roten Klingen fortsetzen. Habt ihr Anna oder Waldemar gesehen? Rielos fiel in der unteren Kammer. Wir wurden getrennt. Der Nebel blendete uns. Nein, das war der Traum. Ich bin jetzt wach. Ich muss den Eid erfüllen, den ich dem Kaiser geschworen habe, bevor ich endlich ruhen. Eid erfüllen, ne? Da ist er. Ja gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Ne, da geht's nicht weit. So, dann gehen wir zurück. Ach. Da. Hey, bald muss ich den neuen Hammer kaufen. Nach der Mission. Ja gut, für die wird es auch reichen. Aber nach der sollte ich mich wieder umgucken. Okay. Also wieder zurück. Ach, dahinter, hinter mir, oh Gott. Ist ja gut, Alter. Jetzt gehen die schnell tot. Wenn er bleiben würde, wäre ja, das ist geil. Immer und ewig. Hat starker Strang, was? Der Spiegelung nehme ich mit. Das hört sich gut an. Starker Strang der Darmspiegelung hier, das hört sich sehr gut an. Möchte ich gerne haben. Da sehe ich mich. Hallöchen. Ah, na gut, dann bist du ja vielleicht in der Nähe. Ich muss nicht so weit laufen, um mich umzubringen. Zack, aua, 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 aua. Oh, fuck, 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 ist wieder das Ding. Hier. Backen da. Ich habe die dritte der verfluchten Klingen eliminiert, die Sanktor bewachen. Ich muss den letzten der verfluchten Klingen finden, vernichten, damit der erlöste Geist den Geistern seiner Gefährten bei der Aufhebung der bösen Zauberei helfen kann, bei der den zum Schreien von Tiber der Team blockiert. Trete zur Seite, im Namen von Tiber Septim und den Klingen. Wagt es nicht, mich aufzuhalten. Ist ja gut, Alter. Alter, ist ja in Ordnung. Alter, wie unhöflich. Arschloch. Zurück und wieder hier hin. So.
Und ab. Jetzt geht's hier lang. Nice. Oh, ich sollte vielleicht einmal kurz warten. Wieder mal schön Energie verloren. Na schön. Schön war es nicht. Und die letzten Geister noch. Und dann. Oh Mann, viele Geister. Aber das ist nicht so ganz so. Das ist nicht nervig. Nicht so irre wie ganz ehrlich hier. 100.000 Oblivion-Tore schließen. Hoffe, wir müssen keine mehr schließen. Also, wie echt auf dem vielleicht im Finale Oblivion-Tor, also mit einer dann Überposten Backball, das hätte ich mal schon. Aber ich weiß nicht, das fand ich irgendwie viel. Also hat so ein bisschen die Faszination genommen an Oblivion-Toren. Aber egal, ist ja nicht, ist jetzt egal, aber naja. Aufseher, wie heißt du, Gustav oder Gustav? Aufseher, Gustav. Aha. Hallo, Aufseher. Hätte ich vielleicht mal so eine Pizza essen sollen. Ist ja abgemagert. Und ein anderes Leckeres. Ah, das ist ein Schussler, dachte ich mir. Aha, Aufseher. Nach der Krankheit ist immer ganz gut. Das ist keine Chance gegen mich. Wer will ein paar auf die Schnauze? Wer will, wer hat man nicht? Digga, hab genug Energie. Ich höre, was? Ich muss mal sagen, ich habe auch dieses neue Suicide Squad hier mal angeguckt. Ist ja mal ein bisschen schwierig, ja. Irgendwas mal labern hier. Wir machen gerade nichts. Außer Leute verprügeln. Und ich weiß nicht, ob ich das Spiel wirklich so schlecht finde. Und ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Also ich habe es mir angeguckt. Und fand interessant, wie die Wertungen von der Fachpresse ist und wie die Wertungen der Spieler sind. Also fand ich sehr interessant. Das geht ja diesmal sehr auseinander. Also bis jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe mal gehört, irgendwie wurde halt mit der Arkham Story respektlos umgegangen. Oder doof fortgesetzt, gut. Gut ist eine Sache. Die weiß ich nicht. Von daher. Ich weiß aber auch nicht, in welchem Zusammenhang. Also habe ich auch keine Ahnung. Müsste ich mir auch nicht schreiben. Das würde ich mir selbst sehen, wenn ich das spiele. Ja. Will nicht spoilern an der Stelle, wenn ich das selber spielen will. Ich bin echt überlegen, was so ist. Irgendwie hat das schon was, ne? Also ich habe gerne die Suicide Squad geguckt. Der erste war. Nee, welcher war besser? Der zweite oder der erste? Ja, der eine war besser, der eine war scheiße. Aber ich glaube, der zweite war besser, oder? Hallo. Einmal mal eine Nackenschelle. Also auf jeden Fall den besseren fand ich auch besser. Den schlechteren fand ich schlechter. Das ist genau, also. Ich glaube den ohne Joker, der war besser, genau, der ohne Joker. So, ja. Deswegen hat der schon irgendwie. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Irgendwie ist es genau mein Beutelspiel, mein Videospiel sind irgendwo, wo ich auch denke, so. Aber keine Ahnung. So, ne, irgendwo vielleicht ganz cool. Einfach mal so ein bisschen ab. So ein bisschen Let's Play zu haben und einfach sowieso rum durchballert, so ein bisschen. Hatten wir lange nicht mehr. Na gut. Alle. Hatten sie bei ihrer letzten Quest ja Erfolg, ja, genau. Alle verfluchten Klinge von Zankator wurden eliminiert. Ihre befreiten Geister sind ihnen versucht zum Schreien von Tiber der Team geströmt. Es sind lange zögerliche Verzauberung durch die Unterkönig und um aufzuheben. Ich sollte mich augenblicklich zum Schrein begeben. Vielleicht hatten sie bei ihrer letzten Quest ja Erfolg. Bei ihrer letzten Quest, wie viele Erfahrungspunkte haben wir denn bekommen? Ich kenne euch. Ihr habt mich befreit. Befreit auch meine Brüder, wenn sie denn immer noch versklavt sind. Gemeinsam werden wir den Schrein von der üblen Magie des Unterkönigs säubern.
bist ja echt nicht auf dem aktuellsten Stand, weil ich bin schon fertig. Oh ne, jetzt muss ich ihm folgen. Oh ne. Warte, ich speichere mal kurz so. Dann warte mal eine Stunde. Oh, ich warte mal 7 Stunden. Ja, genug Zeit. Ja. Nee, deswegen. Ich fand das Spiel irgendwo gar nicht so schlecht. Gut, es ist natürlich aber auch das Problem bei Suicide Squad Kill the Justice League. Es ist offiziell eine Fortsetzung zu Batman Arkham Knight. Und damit, und weil sie ja vorher Batman Arkham Knight gemacht haben, wird es natürlich damit auch verglichen. Und Batman Arkham Spiele, wer die nicht gespielt hat, die sind ja auch schon 2009 bis 2015 waren die ja relativ aktiv. Da kam alle 2 Jahre ein Arkham Spiel. Eins, was nicht von Rocksteady war, und ich mochte sie alle. Und ich mochte, jetzt kommen 4 Titel. Ich mochte sie alle. Ich glaube, Asylum mochte ich am liebsten. Ich glaube, Asylum war am besten. Ich müsste die Reihe mit euch aber nochmal spielen mit Arkham Origins und so. Ja, auch Arkham Origins müsste ich nochmal machen, was ich einmal vor 6 Jahren gemacht habe. Ich habe keine Ahnung mehr, was da auf einer Story war. Einfach um komplett drin zu sein. Aber auf jeden Fall. Worauf wollte ich hinaus? Auf jeden Fall, das ist natürlich ein sehr großes Erbe, was das Spiel antritt. Und naja. Und vielleicht auch deswegen, dass das Teil so schlechter angenommen wird. Könnt ihr mir vorstellen, gerade von der Fachpresse, weil das ein sehr großer Unterschied ist. Das Spiel hat mich gerade ein bisschen an Resi 6. Wenn man das so ein bisschen vergleicht. Wenn du Leute fragst bei Resident Evil 6. Wenn du Leute fragst, ne, sagt jeder um Gottes Willen, davon schreckt jetzt Resident Evil. Aber wenn du dann so die Masse mal siehst auf Steam, dann hat das Spiel gleich mal so schnell abgeschnitten. Daran erinnere mich das ein bisschen. Na gut. Okay, Leute. Was soll jetzt vorgehen? Warte mal. Was? Der Geist, der verfluchten Klinge haben, den Bündnisauber auf dem Schreiben von Tiba mit Team gelöst, der wird zur Rüstung zum Frei. Das war ja easy. Wollt ihr weitlaufen? Nein. Noch besser. Easy. Cool. Wir müssen von Tiba Team, jetzt sollte ich mich zu Martin, okay?